Hallihallöchen, Leute, und herzlich willkommen zur mittlerweile 50. Folge von The Book of Unwritten Tales. Ja, und ich bin immer noch nicht alleine. Björn sitzt immer noch an meiner Seite. Ich kann auch weggehen. Nee, bleib du mal hier, ist schon gut. Und, ja, ich würde sagen, wir machen mal weiter hier. Zuletzt haben wir diese Goldmünze hier geprägt. Mit Hilfe der Goldnuggets, die wir aus der Mine entwendet haben, zusammen mit diesem mürrischen Helm hier. Und hier ist übrigens das King Art Logo drauf von dem Entwicklerstudio von The Book of Unwritten Tales. Prinzenrolle. Und Prinzenrolle sieht ein bisschen anders aus. Da ist ein ganzer Prinz drauf, nicht nur ein Kopf. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zur netten, attraktiven, hübschen Midlife-Crisis-Drachendame und geben ihr mal die Goldmünze. Hier, kannst du haben. Schau mal, hier habe ich die erste Goldmünze für deinen Schatz. Mögen noch viele folgen. Oh, danke! Bitte. Und wie sieht es mit dem Schwert aus? Also, nun ja, ich liege drauf. Könntest du es dir holen? Schön. Was wird das denn jetzt? Wo genau ist es? Ein Stückchen weiter, glaube ich. Ja, da ist was. Das ist der Kopf einer Spitzhacke. Dann noch ein Stückchen weiter. Bei den Kopf der Spitzhacke können wir auch gebrauchen. Es ist kaputt. Was? Es ist unter deinem Gewicht zerbrochen. Oh. Also deswegen hat es plötzlich nichts mehr gesagt. Dabei war es so nett. Es hat gesagt, ich sei ein abscheuliches Monster. Und es würde mir am liebsten den Kopf abschlagen. Damit kann ich nichts anfangen. Was soll ich mit einem zerbrochenen Schwert? Du könntest es vielleicht reparieren. Sehe ich aus wie ein Schmied? Du kannst einer werden. Dort liegt ein Schmiedebuch. Ja, typisch MMO und typisch, Waffenschmied in 14 Tagen? Das ist zu lange. Ich habe keine 14 Tage. Dann lies halt schneller. Alles, was du brauchst, findest du hier. Einen Amboss, Feuer, eine Anleitung. Oh. Ja. So einfach ist das. Lies das Buch. Ist wieder ein Fingerzeig oder ein Wink mit dem Zaunfall, ein Verarsche, was auch immer. Bezüglich RPGs, wo man ja auch immer alles mit Büchern lernen kann innerhalb von kürzester Zeit. Sollen wir mal reingucken? Gucken wir mal rein. Also schön. Magische Schwerte, magische Schwerte, magisch... Ah, hier. Verdammt weit hinten im Buch. Kein gutes Zeichen. Bla, bla, bla. Magische Schwerter zu schmieden ist sehr schwierig. Hohe Kunst des Schmiedens. Nur Schmiede mit Level 98 können magische Schwerter schmieden. Das ist gar nicht gut. Mein Level dürfte grob überschlagen 0 sein. Mal sehen. Hier wird erklärt, wie man ein magisches Schwert reparieren kann. Man muss es neu schmieden und dann in Drachenfeuer halten. Und womit übe ich, bis ich Level 98 bin? Das klingt nicht schlecht. Kupferkessel. Ziemlich einfach und man braucht nur einen Rohstoff. Kupfer. Och, wie geil. Jetzt müssen wir, bis wir Level 98 beim Schmieden erreicht haben, Kupferkessel schmieden. Ich liebe euch, ihr seid so geil. Brauchen wir doch noch Kupfer. Ja, wir müssen jetzt erstmal die Spitzhacke zusammensetzen. Und wir müssen dem Drachen auch Feuerspeien helfen. Perfekt. Ja, zurück in die Mine. Gehen wir erstmal Kupfer holen, würde ich sagen. Oh Gott, ist das geil. Kupferkessel schmieden, ja genau, typisch. Ganz typisch. Was hat man... In Skyrim kann man immer die ganze Zeit Eisendolche schmieden, bis man ganz hoch ist. Schön. Ja, in vielen Spielen geht das ja nicht. Irgendwann kriegt man kein Level mehr.
von den niedrigen Gegenständen. So, dann gehen wir mal mit der Spitzhacke hier hin und hacken das mal kaputt hier. Cobber. Ich habe 3 Brocken kupferhaltiges Gestein. Aber kein Arkanit-Kristall drin. Ja, reicht das? Hack nochmal. Kann er nochmal hacken? Kann er mehr hacken? Nein. Dann reichen 3 Brocken. Das sind 3 Brocken. Okay, wie kriegen wir das? Da müssen wir wieder kaputt hauen wahrscheinlich, ne? In der Schmiede. Ja, verhütten, ne? Verhütten. Ja, ich denke, ja, weiß ich nicht. Wir können auch von hier aus direkt dahin, denke ich. Müssen nicht hier rauslatschen. Okay, was können wir damit tun? Ich lege so viele Steine wie möglich rein. Ja, versuchen wir das gleiche wie mit den Goldnuggets nochmal. Selbst mit der Zange ist die Hitze fast unerträglich. Ja, hast du schon gesagt, die haben nicht immer so viel, Mensch. Ist auch keine Posse. So, hol die Schale aus dem Ofenkopf. So. Das Kupfer ist geschmolzen und aus den Steinen geflossen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel ist. So, jetzt können wir das schmieden. Aber das, wenn wir das jetzt einfach drauf kippen. Das macht er schon. Okay, okay. Ich dachte, das fließt da runter. Das Kupfer ist viel zu flüssig. Ja. So kann ich es nicht bearbeiten. Dann halt es ins Wasser. Bisschen. Aber nicht zu lange. Jetzt aber, jetzt ist es geil. Ein Stück Kupfer. Ein knappes Pfund, schätze ich. Ja. Und jetzt? Jetzt Schmido. Schmidorinski. Das Kupfer ist noch heiß, wird aber schon langsam hart. Dann wollen wir mal. Leg los. So, jetzt ganz viel später. Genau. Noch nicht perfekt, aber dafür bin ich jetzt Schmied, Stufe 1. Nur noch 97 weitere Kessel. Ach. Was ist? Kupfer holen, Kupfer schmelzen, Kessel bauen. Irgendwie müssen wir auf unsere Spielzeit kommen. Also leg los. Wie geil ist das? Ist das dein Ernst? Also schön, ich mach's allein. Okay, viel Spaß. Ach Gott. Der gleiche Sound wie bei WoW, das ist geil. 98 Kessel, Level 98. Oh Gott. Und hat das einen Spaß gemacht. Immerhin kann ich nun so ziemlich alles schmieden, inklusive geborstene magische Schwerter. Oh, wie geil das ist. Oh, schön. Nur von Kesseln. Ja, ist alles klar. Ja. Dann mal los. Dann ab geht's. Also gut. Als Schmied Level 98 weiß ich, was zu tun ist. Oh, oh, oh. Tada! Oh, er hört's. Ich habe das Schwert neu geschmiedet. Fehlt nur noch die Härtung im Drachenfeuer. Ja, nur noch. Ungehärtetes, nicht magisches Schwert. Ja gut, und jetzt haben wir aber kein Drachenfeuer. Frag die Alte. Hallo, wir brauchen Feuer. Hallo, meine Hübsche. Ja? Ja, die hat ja gesagt, die kann kein Feuer spucken. Das Schwert muss in Drachenfeuer gehärtet werden. Wärst du wohl so nett? Oh, das dürfte nicht so ohne weiteres möglich sein. Ich habe noch nie Feuer gespuckt. Ich denke, du bist ein Drache. Ja, schon. Aber um Feuer zu spucken, muss man rasend vor Wut sein. Das ist der normale Gemütszustand der meisten Drachen, weißt du? Aber ich habe es nicht so mit der Wut. Ich habe früher viel autogenes Training und Yoga gemacht. Na super. Beste Voraussetzung für einen Wutanfall. Dein Fußballteam, jo. Du bist doof. Ich kann mir vorstellen, wenn man sagt, dein Fußballteam taugt nichts, dann wird sie sagen, ich verstehe eh nichts von Fußball. Aber das ist, finde ich, eins von den abwegigsten 3. Und das nehmen wir jetzt. Dein Fußballteam ist das Letzte. Die können nichts, werden nie etwas können. Und jeder Fan von denen ist ein Idiot. Was ist Fußball? Oh, es war so klar. Das ist, wenn du mit einem Ball... Na, vergiss es. Das war doch das war ein Versuch wert. Klappt meistens, ne? Oh Gott. Du bist doof. Du bist ganz, ganz doof.
Warum sagst du das? Weil es so ist. Aber das stimmt nicht. Ich habe schon immer viel gelesen. Hat nichts gebracht. Mir ist noch nie ein so dämlicher Drache untergekommen. Hey, das ist nicht sehr nett. Aber eines muss dir doch klar sein. Oh, jetzt. Ach du, selbst deine eigene Mutter kann dich nicht leiden. Drachen wie du sollten keine Monsterausbildung machen. Ich mache mich hiermit über deine Lebenseinstellung und dein Wertesystem lustig. Oh Gott, ist das wieder geil. Ja, keine Ahnung. Das ist bestimmt gut. Ja. Ich mache mich hiermit über deine Lebenseinstellung und dein Wertesystem lustig. Das, ist das gut oder schlecht? Schlecht. Ich gehe in Opposition zu all deinen Meinungen. Okay. Vergiss es. Das war nix. Mal kurz zur Bemerkung. Ich habe durchaus schon Menschen erlebt, die genauso reagiert haben und die so doof waren, dass sie das auch nicht gerafft haben. Aber okay. Deine Mutter fand dich so unausstehlich, dass sie dich weggegeben hat. Natürlich, das ist bei uns Drachen so. Hast du mal mit Drachenkindern zu tun gehabt? Ach Gott. Die will man nicht um sich haben. Stichwort brennende, giftige, ätzende Exkremente. Wow. Okay. Okay, dann versuchen wir das Dritte. Ich finde, Drachen wie du sollten keine Ausbildung zum Monster machen. Warum das denn nicht? Ihr gehört nicht ins Berufsleben. Du solltest dir einen furchteinflößenden Ehemann suchen, der seinen Job macht und für dich sorgt. Das ist doch... Das ist gut. Das alles Entscheidende ist aber... Du stinkst. Du stinkst. Sie ist doch kein Gamer. Weiß ich nicht. Also das hat auf jeden Fall gut geklappt, weil sie ist ja diese Emanze, ne? Die muss hier sich verteidigen unter den Männern und so. Stinkst. Ich sag es dir hiermit ganz offiziell. Du wirst niemals ein gefährliches Monster werden. Du kannst deine Träume begraben. Meinst du wirklich? Oh nein. Ich glaube das auch manchmal. Aber ich wollte doch so gerne. Oh nein, sie fängt an zu heulen. Die soll wütend werden. Oh, na, halt es aus. Wer wird denn gleich? Oh, das hat ja gut geklappt. Och, ey. Nun komm aber, Indianer kennen keinen Schmerz. Das wird schon wieder. Du wirst noch mal so ein richtig böses Monster wie all die anderen. Meinst du wirklich? Klar. Oh, danke. Jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen. Ja, versuch's noch mal. Ach Gottchen, ey. Was ich dir schon immer mal sagen wollte. Ja? Ich finde die beiden irgendwie süß. Die passen gut zusammen. Du bist doof. Ja, das war... Nee, das ging ja nicht. Nimm das Erste. Das Erste, ja. Weißt du eigentlich, dass du verdammt hässlich bist? Sogar für einen Drachen? Du meinst monstermäßig hässlich? Ach du Scheiße. Ja, dann war es doch, du bist doof. Danke. Okay, wenn du bist doof, war das, du bist ne? ganz, ganz... Warum sagst du... Weil das so ist. Aber das... Hat nichts gebracht. Hey! Aber eines... Ich hoffe, das macht nichts, dass ich das jetzt überspringe, aber das hatten wir ja schon. Dann genau. Das mittlere. Ja. Ich finde Drachen... Warum das? Ihr gehört... Das ist... Das alles... Okay. Jetzt du stinkst. Da... Du stinkst, meinst du? Weiß nicht. Das erste hat nicht geklappt. Die will doch stinken. Mach mal, wir brauchen deine Hilfe. Du könntest mir mal helfen, Schätzchen. Mein Hemd müsste gewaschen und gebügelt werden. Ah, ja. Ah, ja. Sehr gut. Ich habe Feuer gespuckt. Gut für uns beide. Ich war so wütend, dass ich... Danke. Oh, gern geschehen. Hallo? Schwert? Ah, heiß! Was zum Teufel soll das? Oh, schöne Stimme. Ich hab dich neu geschmiedet, nachdem dich ein Drache aus Versehen durchgebrochen hat. Wo ist das Monster? Ich will in seinem Blut baden. Dafür haben wir keine Zeit. Wir haben noch einiges vor uns, schätze ich. Ich werde dir einen Weg durch unsere Feinde freimetzeln. Sehr schöne Stimme. Er steckt's an die Seite und es ist auf seinem Rücken. Oh, Vladi, nicht schon wieder kämpfen.
Dieses rückgratlose Geheule kenne ich doch. Und ich erkenne deine hirnlose Aggressivität. Na, großartig. Der Klugschwätzer ist auch da. Nun mal ganz ruhig und weiter nach Plan. Lasst uns Schädel spalten. Ja, oder nicht. Oder lasst zum Schwimmen gehen. Los, Mensch, trau dich was. Klappe halten, und das gilt für alle. Jetzt, wo wir komplett sind, werden sie mich ins Orklager lassen. Ja! Nein! Und ich kann meinen Freund daraus holen. Eine Rettungsmission? Da müssen wir sehr vorsichtig und diplomatisch vorgehen. Ich finde, du solltest dem größten Ork im Lager ins Gesicht spucken. Ich finde, ich habe das alles nicht verdient. Die haben alle eine andere Meinung. Jetzt kommt epische Musik. Jetzt nicht mehr. Ja, jetzt können wir uns wieder bewegen. Ja, das Kriegerset ist komplett, liebe Leute. Wir haben ganz lange darauf hingearbeitet und wir haben es geschafft. Und können uns jetzt eine Stunde volllabern lassen. Ja, bevor wir das Ork-Lager stürmen, heldenhaft natürlich, wie wir Nate kennen, würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle eine Pause und sehen uns dann in Folge 51 zur epischen Rettungsraid-Mission im Ork-Lager wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Anschauen. Wird ja immer spannender hier. Und ich hoffe ja immer noch, dass aus Nate und Ivo noch was wird. Die beiden waren so süß zusammen. Ja. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.